Da sind wir wieder. Gerade ein kleines Aufnahmeproblem, aber die Folge war eh vorbei. Von daher ist es okay. Ich habe die Sonnenstellung noch ein bisschen geändert. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich will jetzt noch den koranischen Verräter finden. Der soll anscheinend in der Andockbucht sein. Mein Gott, mein Wörter und mein Deutsch heute. Und diese Fehler scheinen wohl auch darauf zu bleiben. Gut, ich hoffe, dass irgendwann mal der Patch kommt, aber... Abfahren. Warum ist das gerade so, als ob ich ein Level Up oder so hatte? Hab ich nicht. Oh, okay. Was für ein Chaos. Hier ist jetzt schon der Verräter, das war ja schon fast so. Achten Sie auf... Ne, ist er nicht. Okay. Ihre Inkompetenz ist nicht mein Problem. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Was wollen Sie? Harter Tag, was? Sie haben es also mitbekommen. Es tut mir leid, dass ich Sie so angefahren habe. Aber wie mich dieser Spender behandelt, wie er alle behandelt, das macht mich einfach so wütend. Ich verstehe nicht, wie man jemandem wie ihm eine Machtposition geben kann. Ich habe nicht viel Gutes über diesen Kerl gehört. Was auch immer Sie gehört haben, ist mit Sicherheit nicht mal halb so schlimm wie die Realität. Erst letzte Woche hat er versucht, einen Teil der Bestände umzuleiten, die wir für den Betrieb der Stase-Kapseln brauchen. Warum macht er sowas? Keine Ahnung, aber wenn Cash nicht eingeschritten wäre und gedroht hätte, ihn aus der Luftschleuse zu werfen, wäre das Ganze in einer Katastrophe geendet. Und so ist er immer. Er trifft falsche Entscheidungen, vergrault die Kroganer und behandelt die Leute wie Dreck, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Kann ich vielleicht etwas tun? Das, ja. Ein Mann wie er hat mit Sicherheit Dreck am Stecken. Ich wünschte nur, Ten und Edison würden das erkennen. Ah, da mach ich es das ist eben. So schlimm geworden, dass Cash ihn buchstäblich aus dem Maschinenraum werfen musste. Sie meinen das im übertragenen Sinn, oder? Nein, sie hat ihn tatsächlich geworfen. Das war herrlich. Das hätte ich zugeben. Wir müssen Spender loswerden. Nur leider ist er zwar inkompetent, klebt aber an seinem Stuhl. Cash kann Ihnen mehr sagen. Och, ich komme noch gerade von... Oh, wollte mich verarschen, was ist... Backtracking at its best. Das ist also manchmal, wisst ihr? Manchmal. Lauf, 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 lauf. Kommandohalle. Kommandohalle. Halle des Kommandos. Warum muss hier... Warum konnte ich nicht eher mit Cash stehen? Was geht da? Okay. Dell hat mir erzählt, sie hätten ihre Auseinandersetzung mit Spender mitbekommen. Der Pijack tut alles, was er kann, um uns unsere Arbeit zu erschweren. Was ist denn Pijack? Wieso kommt er damit durch? Spender hat nicht den blassesten Schimmer von Technik, aber er weiß, wie man Leute manipuliert. Und was noch wichtiger ist, ich bin mir sicher, er steht weiterhin mit den Exilanten in Kontakt. Nur kann ich es ohne ihre Hilfe nicht beweisen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Ich weiß, dass ich eine Waffe... Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen. Irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Ach komm. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Wahrscheinlich muss ich da noch mit Edison und Tan reden, was? Oder Tan. Egal. Ich spiele auf Deutsch, also Tan. Da immer mehr Reise. Vor wegen, ich spiele auf Deutsch. Ich wollte eigentlich auf Englisch spielen. Aber mittlerweile habe ich mich an die Sprache gewöhnt. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Mir wurde gesagt, ich soll mit Ihnen über die Meuterei reden. Ich war nicht auf der Nexus, als es geschah. Ich habe darüber gelesen, aber Sie wissen ja, wie die Dinge sich hier rumsprechen. Wissen Sie, wo Spender zu dem Zeitpunkt war? Wieso Spender? Moment. Glauben Sie etwa, er hatte etwas mit der Meuterei zu tun? Vielleicht. Ich versuche nur Ordnung in die Sache zu bringen. Also in den Logs, die ich durchgesehen habe, gab es tatsächlich einige Diskrepanzen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen. Wenn Sie den Fall ohnehin untersuchen, könnte ich Ihnen Zugriff auf das Archiv mit den Überwachungsvideos geben. Wie wäre das? Danke. Sonst noch etwas? Ich bin ja mal gespannt, ob es tatsächlich einen Teil 2 gibt von Mass Effect. Andromeda. Bis bald, Kandros. Oder ob die Geschichte fertig erzählt wird. Meine auch, Pathfinder. Und dann Mass Effect
Orion kommt, keine Ahnung. In Güte des Orion. Pathfinder, vielleicht können Sie das aufklären. Och, nee, nicht ernsthaft. Wie kann ich helfen? Mein Freund Yori war beim ersten Fehlversuch auf Eos im Einsatz und hat nur knapp überlebt. Jetzt wollen Sie ihn zurückschicken. Sie sagen, die Bedingungen hätten sich verbessert. Es sei jetzt sicher. Stimmt das? Naja, es ist sicherer, also sind wir ehrlich und es ist immer noch gefährlich. Wir werden auf Eos noch eine ganze Weile mit diversen Bedrohungen zu tun haben. Falls Sie sich noch von Ihren Erfahrungen erholen müssen, sollten Sie auf der Nexus genau, bleiben. Das finde ich, ist richtig. Siehst du, Lana, ich hab's dir doch gesagt. Danke, Pathfinder, dann werde ich das machen. Na, das war jetzt einfach. Aber eine Asari und Turianer, ja, ja, ist komisch. Diese Datei lässt sich nicht richtig abspielen. Sam, kannst du die Qualität verbessern? Bearbeitung läuft. Wiedergabe gestartet. Wiedergabe? Moment mal. Übergibt er da etwas an einen der Meuterer? Nimm diese Fragment. Es verschwindet in unsere Waffenkammer. Erzähl. Es tut mir leid, Pathfinder. Diese Backup-Datei ist beschädigt. Die Tonspur ist nahezu vollständig zerstört. Möglicherweise hat jemand das Original gelöscht, woraufhin bei einem Systemneustart diese Version wiederhergestellt wurde. Na, es könnte Zufall sein, natürlich. Das klingt, als wollte jemand etwas vertuschen. Dem stimme ich zu. Ich kann zwar den Ton nicht wiederherstellen, aber es scheint sich bei dem Ort um Cadera zu handeln. Wie kommst du darauf? Einfach ausgedrückt, durch Lippenlesen. Nice. Ich kann den Ort anhand der aktuellen Daten nicht identifizieren. Es scheint bergig zu sein und bevölkert. Hä? Wir müssen den Planeten finden, bevor ich das Ergebnis bestätigen kann. Ich werde Sie über meinen Kern kontaktieren. Okay. Stellen wir Spender zur Rede. Na, auf. Ja, ich muss da oben. Hä, muss ich jetzt da oben oder unten? Spender! Mein liebster Spender, ich mag dich jetzt. Ryder, richtig? William Spender. Entschuldigen Sie, falls wir uns bereits kennen, aber ich treffe so viele Leute, das bringt die Leitung der Kolonialverwaltung mit sich. Die Leitung der Kolonialverwaltung? Ich dachte, Sie sind stellvertretender Direktor. So ist es. Ich bin Addisons Assistent. Nicht mehr lange. Wir wissen also beide, wer die eigentliche Arbeit macht. Ruhig angehen. Soweit ich weiß, haben Sie sich die Hände ziemlich schmutzig gemacht. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Sie haben irgendetwas übergeben? Was für Aufnahmen? Aus Gavorkam? Das war ein ganz normales Geschäftstreffen. Natürlich. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie geredet haben, aber er hegt offenbar einen Groll gegen mich. Ich und auch. Ganz ehrlich, ein Pathfinder sollte seine Zeit nicht mit einer Hexenjagd vergeuden. Es wäre vernünftig, die ganze Sache einfach zu vergessen. Ja gut, ich habe die Überwachungsaufnahmen nie gesehen. Wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Wenn du meine 9mm in der Schläfe hast. Oder in dem Fall, keine Ahnung, meine Phalanx oder was auch immer ich dann gerade mit habe. Meine Widow. Alle Stirn. So wie Kurt Cobain. Entschuldigung. Tut mir leid, das war nicht richtig. Aber lustig. Krügerstation. Machen wir das jetzt eben? Ja, komm, wir gehen irgendwann noch meinem Bruder und wir müssen auch noch eine Quest abgeben. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nur am Hinterreisen. Na ah, gut, das war im Mass Effect ja schon immer so. Aber ich muss doch jetzt nicht einfach das Fenster zu machen. Kommt schon, Leute. Wir warten nur noch auf ein paar weitere. Da immer mehr Reihen. Das ist nicht gut. Verdammte Exilant. Harry, was passiert da mit Scott? Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn quasi gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Nice. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern.
Obwohl er im Koma liegt, sind Scotts mentale Prozesse aktiv. Ist es nicht normal im Koma? Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Schwesterherz, ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Oh, und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich höre dich. Geht's Dad gut? Wahrheit. Er ist... Wie soll ich dir das sagen? Er ist tot, Scott. Was? Es gab einen Unfall. Was für einen Unfall? Wie? Ich meine... Dad... Ich weiß. Es ging alles so schnell. Niemand hätte etwas tun können. Das kann nicht sein. Glaub mir, er wäre sonst hier. Haben wir wenigstens ein Zuhause gefunden? Dad hat immer so davon geschwärmt. Wahrheit, wir sind echt so ein Bro. Es gab ein paar Komplikationen. Wer kann das aushalten? Die goldenen Welten existieren nicht. Was soll das heißen? Ich dachte... Ich habe das Gefühl, ich mache es gerade nur schlimmer. Aber ich will ihm die Wahrheit sagen. Scott? Hier läuft alles falsch. Es ist ein Albtraum. Das ist schon gut, Scott. Ich wollte dich nicht. Die Herzfrequenz steigt rapide an. Ich fühle mich nicht gut. Das reicht jetzt. Er muss sich ausruhen. Ist man einmal ehrlich. Scott! Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Ah, ich hab das Gefühl, Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Ja, aber ich will ich gar nicht. Ich will... der Geist vom Versprechen, die andere Station, nein. Das gar nicht? Ne, habe ich anscheinend gar nicht mehr. Habe ich anscheinend einfach abgeschlossen damit, okay. Ich will jetzt nach Unanon reisen. Hä? Habe ich die Quest nicht gerade markiert? Oh, habe ich. Oh, okay. Ah, wobei, ich habe eigentlich Bock, Exilant mal auf den Sack zu gehen. Wer ehrlich sein soll. Mal gucken, was die so haben. Auch sehr geil. Möchte ich ja auch mal, dass ihr seht, was ich mir jetzt so gekräftet habe. Oh, Peewee. Ja, ich möchte zu Tempest. Endlich mal wieder auf meine Tempest erkunden, finden, kämpfen. That's why I'm here. Ich finde die Tempest ja auch so geil. Muss ich ehrlich sagen. Ist nicht ganz die Normandie, aber das ist schon nice. Ja, komm jetzt schon. Ich hatte mir ein bisschen mehr Schub erhofft.
Entschuldigung, leider. Entschuldigung. Willst du was von mir, Kello? Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine dieser Sorge. Stuhl, wa? Okay. Suvi, meine liebe Suvi. Suvi. Was gibt's? Ich kann mich immer noch nicht mit dir unterhalten. Ich sollte mich wieder an die Ab... Ist Pibi in ihrem Zimmerchen? Pibi? Pibi ist nicht hier. Wir suchen Pibi jetzt aber auch nicht. Kurz E-Mails anschauen. Ja. Pibi die Angepisse. Ja gut, das habe ich ja. Nee. Entschuldigung. So. Wo sind jetzt die Leutchen? Die habe ich alles gescannt. Da ist doch nur EOS, oder? Ich weiß nicht, wo meine Mission ist. Oh, diese 30-sekündigen Zwischensekunden. Wir müssen da jetzt hinreisen. Siehst du auch so Spaß aus. Das sieht zwar übelst nett aus, aber ich finde, das müsste man auch aufstellen können. Da ist so. Ich finde Spaß. Das müsste man aufstellen können, ohne Witz. Das ist doch nervig. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Wow. Voller Halt, jetzt! Wow. Sieht aus wie Kettschiffe. Boah, ich nehme so. Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr. Die schießen mir niemand. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Ach so. Wo ist der die Relikte aktiviert hat? Ah, ich kann mit den Ketten. Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Hä? Ich hab doch gerade gesagt, ich helfe dir. Sam? Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Dann los. My Sam. My homeboy. Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja! Uhu! Nice. Alter, wie viel Geisel ist da denn? What the? Gut gemacht. Ich mag Dreck. Ja, wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Oh.
Okay, let's. Auf der Synchronisation. Wir werden gerufen. Das sind Exilanten, oder? Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Hä? Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Auf Nalesetto. Wir haben einen Nav-Punkt. Dann mal los. Nav, er hat Nav gesagt. Freunde oder keine Freunde? Oh, es ist schön da. Ja. Wow. Das ist wunderschön. Das habe ich gerade gesagt, Ginny. Danke. Was ist jetzt für Alien entgegenkommen? Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Genau das war unser Ziel. Neue Welten, neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück. Ich komme mal wieder. Ist das Cat? Ne, ist irgendwie eine Cat, oder? Woher weißt du, dass du da atmen kannst? Doch, die sehen aus wie Cat. Tasko, Jabba, Jane, wart! Gitasko, halt, an ihr Herr. Danke. Danke. Ich hab doch... Ich hab doch die Kleidung geändert. Sieht aus, als ob du gleich, naja. Ach, die Dinger sind das, die habe ich schon gesehen im, Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Sie ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Entschuldigen Sie. Ohne Warnung und brennend hier zu landen, war nicht unser Plan. Gut zu wissen. Sonst wäre es ein sehr schlechter Plan gewesen. Ich mag Jal. Auch wenn ich dieses Alien spiele. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Ist okay für mich. Aber könnt ihr die Waffen wegnehmen? Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Logbuch. Na, da will ich doch hin. War schon wieder... Nein, ich nicht, okay. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Was ist der Widerstand? Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Alien. Jo, das ist richtig. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Ja, natürlich. Gouverneurin Schall weiß, was sie tut. Ja, das ist klar. Das bezweifle ich.
Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind eine Fremde, die in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Das ist richtig. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Dann gehen Sie weiter. Wer fasst mal gerne Stimme? Nicht es, Sie. Und hör auf, Sie so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. So, liebe Leute. Danke. Bevor wir jetzt weitergehen mit Shisha Paranchi, jetzt vor euch einen kurzen Cut. Und morgen geht's weiter. Bis dahin, wir sind cool.